Peter! Na, schon ein paar Monster getötet. Wir gehen einfach weiter. Nuba ist nämlich so eine Sache für sich. Der wird uns nämlich gleich sofort folgen und uns weiter anquatschen. Peter! Okay, wir haben einen Bauernhof gefunden und Nuba folgt uns. Geh weg, Nuba. Ja, wir rennen vor Nuba weg. Und der verfolgt uns immer noch. Erstmal müssen wir gucken, dass wir Nuba abhängen, sonst verfolgt er uns ewig. Warte mal im Baldur's Tor, ich war schon dort. Nein, geh weg, Nuba. Peter! Ja, er rennt uns weiter hinterher. Hilfe, wir werden von einem Irren verfolgt. Am besten rennen wir querfeldein, vielleicht können wir ihn irgendwo abhängen. Oh, ich glaube, ich bin da in was hineingetreten. Ah. In der Stadt haben sie alle Steine nach mir geworfen und bei dieser ein Plagegeist. Ja, das bist du auch, Nuba. Und ja, falls ihr es nicht merkt, ich suche etwas. Hier gibt es nämlich noch ein... Wie spät ist es? Sie so eine lange Unterredung hatte ich noch nie. Ja. Man merkt, ich suche etwas. Ich wünschte nur, ich würde es finden, aber ich glaube, es ist noch ein Stück weiter nördlich. Und zwar gibt es hier wieder was versteckt. Was wollt ihr denn mit den großen Waffen? Ich rechtfertige das Rollenspiel technisch jetzt einfach mal so, dass ich vor Nuba wegrenne und dabei aus Versehen drüber stolpere. Wobei das etwas komisch ist. Eigentlich sollte das hier leicht zu finden sein. Ne, weiter nördlich ist es gar nicht. Mist, wir müssen schon wieder in Nuba reinrennen. Mit diesen Farben seht ihr ziemlich blöd aus. Ich kannte mal einen Burschen namens Dilby. Der hat auch mich auch mit Steinen beworfen. Werdet ihr Steine nach mir werfen? Der will unbedingt, dass wir Steine nach ihm werfen. Wie wäre es jetzt? Nein, Nuba, geh weg von mir. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Weil in einem dieser Felder ist was versteckt, was ich sehr nützlich finde. Ich es aber jetzt gerade verpeile, wo es ist. Also es muss in irgendeinem dieser Felder sein. Eigentlich dachte ich, es ist eins der beiden Felder hier. Und ja, das ist jetzt nicht gerade sehr RP-like, gebe ich zu, aber ich rechtfertige das einfach damit das Minz gleich drüber stolpert, wenn ich es denn mal finden sollte. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in einem der Felder verbuddelt ist. Was doch das Feld hier unten? Peter! Ich weiß auf jeden Fall, es war eins der Felder. Das weiß ich noch. Und ja, ich suche das jetzt. Während ich versuche, Nuba abzuhängen. Oh nein, es ist nicht die Kiste. Es ist auch nicht ganz so offensichtlich zu finden, muss ich zugeben. Aber ja, es ist auf jeden Fall auf der Seite und das sind die einzigen Felder hier, die ich kenne. Und Nuba trickst uns aus. Hier oben ist kein Feld mehr. Da muss es auf dem untersten Feld irgendwo sein. Wie wäre es jetzt? Nein, wir bewerfen dich nicht mit Steinen. Ja, Nuba haben sie einfach nur, um uns den Spieler in den Wahnsinn zu treiben, eingebaut. Ah, das gibt's doch nicht. Ich finde das blöde Ding nicht. Das ist der Vorführeffekt in einem LP. Ach so, kann ich hier gar nicht scrollen.
Nee, in den Feldern war es nicht. Es muss in einem der beiden Felder hier oben gewesen sein. Und man müsste es normalerweise auch einigermaßen erkennen können. Wo es liegt. Ich finde es aber nicht, das gibt's doch nicht. Ich dachte immer, es wäre hier oben irgendwo an einer Ecke gewesen. Oder ist da oben wirklich noch ein Feld und ich bin doof? Aber da oben sieht es nicht aus, als ob da noch ein Feld wäre. Ich hoffe, Baduba ist jetzt irgendwo stehen geblieben. Ah, ich laufe direkt in ihn rein. Geh weg, Noob. Na. Nein, ich will jetzt immer noch nicht. Übrigens kann man den, glaube ich, 10 oder 20 Mal anquatschen, dann hört er von selber auf und man kriegt sogar Erfahrungspunkte. Aber das will ich mir jetzt gerade nicht antun. Und euch auch nicht. Ich war immer der Meinung, das war an einer Ecke eines dieser Felder hier. Also hier an so einer Ecke hier. Aber ich finde es nicht. Ah, Mann. Geh weg, Nuber. Wir möchten nicht mit dir reden oder spielen und dich auch nicht mit Steinen bewerfen. Aber hier ist auch kein Feld mehr. Ja, jetzt sind wir wieder fast da ganz oben. Es muss eins dieser Felder hier gewesen sein. So doof bin ich ja nicht. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, dieses Secret. Aber es ist eins der nützlichsten Secrets überhaupt. Und ja, wenn ich schon was weiß, es ist kein Blind Let's Play, dann muss ich sowas auch ein bisschen ausnutzen. Und es dann irgendwie rollenspieltechnisch rechtfertigen. Ist ja nicht ganz out of character, wenn ich einfach sage, Minsk ist aus Versehen drüber gestolpert. Nein. Jetzt schwören können, es ist eins der beiden Felder hier. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Wo ist das blöde Ding nur? Ja, und nun. Heda! Hör auf, uns dauernd voll zu pappeln, Nuba. Heda! Ja, ich werde Nuba nicht mehr los. Naja, vielleicht pappelt er mich jetzt oft genug an, dass ich die Erfahrungspunkte kriege und ihn los bin. Ich hätte aber schwören können, es wäre dieses Feld hier. Irgendwo in dem Bereich. Es ist aber auch nur ein ganz kleiner Punkt, der schwer zu treffen ist mit dem Cursor. Und leider gibt es in Baldur's Gate 1 noch nicht die Funktion, mit der Tab-Taste alles hervorzuheben.
Oder mit der Alt-Taste. Hier ist nur die Kiste. Hier ist es auch nirgends. Das gibt's doch nicht. Es gibt nämlich nur diese vier Felder hier. Und auf einem der vier Felder ist es versteckt gewesen. So viel weiß ich noch. Und ja, so lange ist das eigentlich gar nicht her, dass ich das gespielt habe. Da müsste ich es eigentlich doch leichter finden können. Das Problem ist eben, wenn alles immer so gleich aussieht. Hier nicht, hier nicht. Hier auch nirgends. Es muss dieses Feld hier gewesen sein. Ah, 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 ah. Ja, jawoll. Da. Also Minsk stolpert aus Versehen darüber. Und Talisa buddelt's aus. Wenn mich Nuber nicht ständig unterbrechen würde. Genau. Hör auf, Nuber. Das Wort nichts leichter als schnell weg hier. Schnell weg nach Osten. So, wir sind vor Nuber geflohen. Gut. Und haben einen Ankeg-Panzer gefunden. Das ist die mächtigste Rüstung im ersten Teil. Wiegt nur 25, hat aber Rüstungsklasse 1. Im Vergleich, der Schienenpanzer wiegt 40, hat Rüstungsklasse 4. Also, der Ankeg-Panzer. Dieser Plattenpanzer wurde für euch von... Ja, das könnten wir uns eigentlich sparen, den haben wir nämlich jetzt im Dreck gefunden. Aus Beregos meisterlich angefertigt. Da er aus dem Chitinpanzer des Ankeg besteht, bietet er einen besseren Schutz als herkömmliche Plattenpanzer und außerdem kann er nicht rosten. Wie euch jeder erfahrene Abenteuer bestehen kann, sind die größten Vorteile des Ankeg-Plattenpanzers jedoch auch sein geringes Gewicht und seine anspiegsame Form. Monster kommen und gehen, aber Erschöpfung ist ein immerwährender Feind. Ja, das heißt, wir können den nicht anlegen wegen des Rings. Aber wenn wir ihn anlegen, kriegen wir minus 1 Rüstungsklasse. Brauchen wir jetzt doch jetzt nicht. Wir geben lieber Minsk das Ding. So. Dass er Rüstungsklasse 0 hat, weil er hat keinen Schild. Und er hat auch nicht so viele Lebenspunkte wie Khalid und Talisa. So. Beinahe unter meiner Würde. Okay, wir haben wohl den Wolkengipfel erreicht. Von da aus sollten wir uns jetzt erstmal südlich halten, weil nach Karte und Wanderweg sind wir viel zu weit nördlich, um zur Gnoll-Festung zu kommen. Deswegen halten wir uns jetzt mal hier am Rand gen Süden. Wir haben uns ja jetzt mittlerweile einen Kompass besorgt in diesem allgemeinen Geschäft. Deswegen können wir besser bestimmen, wo wir hin müssen. Auch wenn wir uns hier noch umsehen sollten nach einem Winterwolf, sobald wir Dünhajir gerettet haben. Genau, hier kommen wir rüber. Nichts leichter als das. Wow, wir sind einen Tag unterwegs gewesen, um hierher zu kommen. So, gehen wir mal nach Osten. Westen. Ich bringe auch schon die Himmelsrichtungen durcheinander. Also hier sind wir definitiv im Wolkengipfelgebirge. Und wir haben Schlümpfe gefunden. Auch Swarte hier genannt. Ein einziger Swart übrigens.
Der ist unglaublich gefährlich. Nach einer Rast kann ich viel klarer denken. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Okay, wir verfolgen. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. Wir verfolgen gerade einen Zwart mitten durch die Pampa und treffen auf einen Gnoll.